Hallo meine lieben YouTuber, ja, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja, meine Lieben, ich bin heute zurück mit einem neuen Video und ihr habt es ja jetzt schon im Titel gesehen. Heute zeige ich euch was richtig Cooles von der Firma All Powers, und zwar ein faltbares Solarpanel mit 100 Watt. Wie das aussieht und was das kann, schauen wir uns heute in dem Video an, denn wir haben heute perfektes Wetter und da bietet sich das einfach an. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's! Ja, meine Lieben, ihr habt richtig gehört, heute geht es um ein richtig cooles Solarpanel, was wir hier jetzt auch erstmalig in diesem Video gemeinsam testen, und ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich habe euch ja vor einiger Zeit diese richtig kleine, coole Powerstation vorgestellt von All Powers, und zwar die S300. Ja, und die hat mich einfach nur begeistert. Ich habe damit ja auch ein paar Geräte schon getestet. Ihr habt gesehen, wie toll die auflädt und was die alles kann, auch mit der App-Steuerung und mit diesem Licht. Und wer das Video nicht gesehen hat, dann bleibt einfach bis zum Ende diesen Videos dran, da werde ich das nochmal verlinken. Und alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in der Infobox, da packe ich euch die auch nochmal rein, genauso auch wie das Solarpanel, was ich euch heute zeige. Und dann habt ihr natürlich auch nochmal für euch zu Hause alle technischen Details im Überblick. So, hier aber nochmal, schaut euch dieses kleine Teil mal an. 300 Watt und alle Infos, wie gesagt, habe ich euch ja schon vorgestellt, und das ist einfach mega. Und mit dieser Powerstation werde ich heute das Solarmodul testen. Ja, wie das aussieht, wenn ihr euch das denn bestellen solltet, schauen wir uns jetzt an. Ich hole es jetzt mal hier hin und ich denke, ihr werdet sehr begeistert davon sein. Tada! So sieht das Ganze aus, meine Lieben. Und als ich das ausgepackt habe, habe ich mir so gedacht, boah, wie cool ist das denn? Sieht ja fast schon so aus wie so eine Aktentasche, aber ultra flach. Schaut euch das mal bitte an. Und auch leicht. Also viele denken ja, oh, wenn du so ein riesen Solarpanel hast, ist das wer weiß wie schwer oder so. Aber hier hat All Powers auch darauf gesetzt, dass ihr das natürlich überall flexibel mitnehmen könnt. Egal, ob ihr jetzt campen seid, irgendwo im Garten seid, outdoor, im Urlaub, was auch immer. Also ihr könnt das super tragen. Und ja, hier hinten hat das natürlich eine Tasche, werde ich euch gleich auch alles zeigen, wie das aufgebaut ist. Aber der erste Eindruck, seid mal ehrlich, meine Lieben, ist doch schon cool, oder? Vor allem auch hier mit diesem Neongrün abgesetzt, der Schriftzug All Powers. Und auch hier vorne fragt ihr euch vielleicht, was ist das denn überhaupt? Also das werde ich euch gleich zeigen, denn ihr habt hier total viele Möglichkeiten, um dieses Solarpanel mit den Powerstations von All Powers zu verbinden. Ja. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal, wie das Ganze aussieht, wenn ich das aufmache, wie groß das ist, wie schwer das ist, und dass ihr erstmal um die technischen Daten des Solarpanels genau Bescheid wisst. So, hier seht ihr jetzt mal das Solarpanel aufgebaut und hier natürlich die S300, damit wir uns einfach mal anschauen, was da noch mit bei ist. Also diese Tasche könnt ihr hier ja mit dem Reißverschluss einfach öffnen. Und mit dabei, ganz, ganz wichtig, ist diese Bedienungsanleitung und natürlich auch in Deutsch. Das sage ich ja immer, ich finde das sehr, sehr wichtig, vor allem wenn man sich gerade etwas neu kauft, vielleicht damit noch nicht so vertraut ist. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Hier ist auf jeden Fall alles Wichtige aufgelistet, auch nochmal die technischen Daten und auch die Infos, wenn ihr mehrere Solarpanels miteinander koppeln wollt. Mit dabei sind dann einmal diese Kabel, Adapter, und hier seht ihr auch schon, dass das Kabel in dem Solarpanel direkt natürlich
natürlich befestigt ist, um den Strom dann daraus an die Powerstation weiterzugeben. Und ich habe hier jetzt schon den Klinkenstecker, würde das jetzt hier reinstecken, einfach nur um das Verständnis halber zu zeigen. Und dann habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, das hier reinzustecken. Also die zwei Optionen habt ihr dann. Ich habe das jetzt hierüber einfach gemacht, weil das für mich einfacher ist und bequemer. Aber das kann jeder ja für sich entscheiden. Ansonsten habt ihr ja noch diesen Adapter dann damit bei. Und je nach Powerstation habt ihr dann hier andere Möglichkeiten, das zu laden. Und das finde ich auf jeden Fall sehr gut, dass da so viel mit dabei ist. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Solarpanel im aufgeklappten Zustand aussieht. Ja, meine Lieben, ihr wisst nun ganz genau um dieses Solarmodul Bescheid. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, was das kann und wie ich das natürlich mit diesem Power-Akku verbinde. Und das schauen wir uns jetzt an. Der Praxistest bei wunderschönem Sonnenschein. Und ich wünsche euch jetzt dabei auch ganz viel Spaß. Ich bin auch aufgeregt und wir schauen jetzt mal, was das überhaupt kann. So, meine Lieben, ihr seht das Ganze jetzt aufgebaut und das ist doch wirklich mega groß, oder? Ich finde es geil und ihr fragt euch jetzt, wie kann das stehen? Und tada! Das waren nämlich in der Tasche zwei versteckte Füße, die ihr hier super ausklappen könnt. Und hier auch nochmal kurz angemerkt, eine super Qualität. Auch die Nähte, ganz, ganz toll verarbeitet, muss ich wirklich sagen. Ja, und jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie groß ist denn dieses Solarmodul? Also, wir haben hier eine entfaltete Größe von 122 x 65 und nur eine 1 cm Dicke. Ist das nicht geil? Ultra flach. Und jetzt geht es natürlich weiter mit den Spezifikationen. Hier haben wir eine Spitzenleistung übrigens von 100 Watt plus minus 5%, eine Leerlaufspannung von 22,4 Volt, eine Kurzschlussspannung von 6,0 Ampere, eine maximale Netzspannung von 18 Volt, ein maximaler Leistungsstrom von 5,4 Ampere und eine Solarenergieumwandlungsrate von 19% bis 22%. Die Betriebstemperatur minus 20 Grad bis 60 Grad und ja, das Nettogewicht übrigens beträgt nur 3,6 Kilo. So, meine Lieben, ihr seht hier vollste Sonneneinstrahlung, strahlend blauer Himmel, hier das Solarmodul, mega geil und hier hinter jetzt, damit ihr das auch schön erkennen könnt, die Wattangabe. Genau, ich probiere jetzt einmal, dass ihr das auch sehen könnt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Seht ihr das? Ja. Also, unglaubliche 76 Watt an dieser Stelle. Da 77. Das ist ja schon unfassbar. Und so viel Watt schafft dieses Solarpanel in diese Station zu transportieren. Und das ist wirklich richtig spannend. Also mega cool. So, ich habe jetzt hier an dieser Stelle auch erstmal die All Powers App startklar gemacht. Die habe ich euch ja schon im Video gezeigt, als ich hier diese tolle Powerstation vorgestellt habe. Und hier habt ihr jetzt auch nochmal den direkten Überblick über alle Funktionen. Und hier das Tolle, 73 Watt bzw. jetzt 69 gehen über das Solarpanel hier in die Station ein. Und dasselbe seht ihr dann hier auch noch mal auf dem Handy. Also seht ihr 73 Watt, das ist also total identisch, mega cool. Und ich kann allen Leuten, die sich ein All Powers Gerät zulegen, diese App wirklich nur empfehlen. Also ganz, ganz toll, weil ihr seht hier dann auch, wie viel Prozent die Station noch hat, wie lange ihr dann damit laden könntet und so weiter. Auch diese LED-Lichtfunktion, ich liebe sie. Aber dazu schaut euch nochmal das Video an, was ich zum Ende hin verlinke. Und so ist das angeschlossen.
draußen, total einfach. Einfach rein und wunderschönes Sonnenlicht hier, um das Ganze aufzuladen. Hier an dieser Stelle möchte ich euch dann auch noch mal kurz zeigen, dass diese Steckverbindungen wasserdicht sind. Inwiefern und so könnt ihr natürlich alles noch mal nachlesen und auch das Solarpanel. Denn wenn ihr das jetzt nutzen möchtet auf dem Balkon oder beim Campen oder so, ist das wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Aber so sieht das Ganze hier dann aus und hier nutze ich das ja auch, habe das schön zusammengesteckt und das ist wirklich ganz, ganz toll durchdacht. Auch hier diese ganzen Steckverbindungen sind wirklich super, super verarbeitet, wie ich finde. Also das auch nochmal für euch zur Info. So, meine Lieben, jetzt habt ihr gesehen, was dieses Solarpanel in Kombi mit der S300 kann. Und hat das nicht Spaß gemacht? Also ich fand es wirklich sehr, sehr cool. Ihr habt jetzt gesehen, dass das Solarpanel hier mit der Station zusammen total toll arbeitet und ihr dann natürlich anschließend eure Geräte laden könnt. Sei es ein E-Scooter, Handy oder was auch immer. Ich habe das ja auch schon im letzten Test gemacht, aber hier jetzt natürlich mit Sonnenenergie. Und was gibt Schöneres? Und selbst im Notfall, meine Lieben, ist das immer toll, sowas zu Hause zu haben und vor allem in dieser Größe. Und wenn ihr jetzt sagt, Divi, ich hätte es aber gerne noch größer, dann ist das überhaupt kein Problem, denn All Powers hat ein riesen Sortiment, was ihr auch mit deren Power Stations dann zusammen koppeln könnt. Und dafür sind ja hier hinten auch, wie ich euch ja eben auch gezeigt habe, die ganzen Anschlüsse mit dabei. Könnt ihr dann einfach in die Powerstations einstöpseln und schwuppdiwupp könnt ihr Sonnenenergie nutzen, um eure Geräte zu laden. Und ich sage euch allen, ich habe das ja auch schon in mehreren Videos erwähnt, im Notfall ist das wirklich eine tolle Sache. Und es gibt einfach nichts Schöneres für mich, dass man einfach Sonnenenergie nutzen kann. Also es ist toll. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erfindung und All Powers bietet da wirklich viel an. Schaut da auf jeden Fall mal auf die Homepage, werde ich euch unten in die Infobox packen. Wenn ihr jetzt sagt, das hier ist euch vielleicht zu klein und ihr wollt noch mehr, dann könnt ihr das natürlich auch bekommen. So, und von der Handhabung her ist das wirklich super. Einfach zusammenklappen, hier mit Klett, zack, ist das wieder fertig. Ihr habt ja auch gesehen, wie schön das aufrecht stehen kann, um das Sonnenlicht ganz effektiv nutzen zu können, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Und ja, hier haben wir einfach knapp 4 Kilo und selbst diese Powerstation wiegt nicht viel. Also wenn ihr unterwegs seid, braucht ihr euch dann keine Gedanken machen, dass ihr da sonst was schleppen müsst. Das ist wirklich ganz, ganz toll durchdacht. So, meine Lieben, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt zu diesem Solarmodul, dann schreibt mir das unten in die Kommentare, dann werde ich euch das natürlich beantworten. Aber ansonsten könnt ihr auf der Seite ja auch nochmal alles nachlesen, habt dann die technischen Daten nochmal im Überblick. Aber ich bin sehr, sehr glücklich darüber und werde da auch noch dies oder jenes mit ausprobieren, weil das immer sehr, sehr spannend ist. So, und wenn euch mein Video jetzt gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir den Daumen nach oben da lasst oder auch ein Abo und dann könnt ihr anschließend auch dieses Mini-Mini-Glöckchen aktivieren. Dann seht ihr natürlich sofort, wenn von mir ein neues Video online kommt. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen super, super schönen Tag und seid gespannt auf das nächste Video von All Powers, denn ich habe da noch was Tolles für euch. Also bis demnächst, meine Lieben, macht's gut und habt noch einen super, super sonnigen Tag. Ciao!